Servus YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zum jetzt nicht gerade überraschenden Start vom FC Liverpool Karrieremodus in FIFA 17, das Ganze nachdem wir ja auch in FIFA 16 mit einer Liverpool Karriere in den neuen FIFA Teil reingestartet sind, wird das Ganze hier in FIFA 17 genauso ablaufen. Das Ganze wie gesagt auch nicht überraschend oder so, ich habe das Ganze angekündigt, es kam eine nullte Folge, ich poste ständig bei Twitter oder Instagram Dinge zur Karriere, deswegen für die Leute, für die das überraschend kommt, die können sich freuen, aber für die Leute, die das Ganze schon erwartet haben, die können sich ebenfalls freuen, denn wir starten jetzt auf jeden Fall rein. Ich merke natürlich, einige Leute feiern die Bayern-Karriere nicht, vielleicht mögen sie den Verein nicht, vielleicht mögen sie nicht, dass wir eben nur Top-Transfers machen, schon einen Top-Verein haben und eben so ein bisschen nur dahinterher sind, das Triple zu gewinnen. Deswegen haben wir hier den FC Liverpool, der sich letztes Jahr tatsächlich für keinen einzigen internationalen Wettbewerb qualifizieren konnte. Und das Ziel ist, denke ich mal, ganz klar, wir wollen wieder Champions League Fußball spielen. Das Ganze mit folgender Elf. Wir beginnen im Tor mit Loris Karius. Der deutsche Keeper, der vom FSV Mainz 05 kam, soll das Problem lösen. Der Torwartposition, wo Simon Mignolet ja die letzten Jahre das Tor hüten durfte. Wir machen weiter mit dem Rechtsverteidiger Nath Klein, denke ich mal, ein Spieler, zu dem ich nicht viel sagen muss. Er bringt immer konstant seine Leistungen und ist zu Recht Stammspieler. Dann haben wir Joel Matip, der ablösefrei von Schalke 04 kam, soll nochmal so ein bisschen für Stabilität sorgen in der Defensive und das Ganze natürlich mit seinem Innenverteidiger-Partner, mit Dejan Lovren, der vor allem unter Jürgen Klopp zu einer unglaublichen Stammkraft wurde und den alten Dejan Lovren, der sehr gehasst war, unter Brandon Rodgers vergessen ließ. James Milner dann als Linksverteidiger, nicht gerade seine Position, nicht gerade seine Lieblingsposition, aber Alberto Moreno spielt momentan nicht gut und da muss er leider Gottes aushelfen. Er auf seiner Position vertreten, der Kapitän mit Jordan Henderson, der, denke ich mal, unangefochten Stammspieler sein wird. Daneben haben wir Adam Lallana, ein unglaublicher Kämpfer, der immer wieder alles gibt auf dem Platz und das Ganze letztendlich auch mit einem Stammplatz zurückbezahlt bekommt. Daneben haben wir Jorginho Wijnaldum, der als Neuverpflichtung von Newcastle United kam und nochmal so ein bisschen für Kreativität im Zentrum, aber auch auf den Flügeln sorgen soll. Eine weitere Neuverpflichtung haben wir dann mit Sadio Mané, der vom FC Southampton für 40 Millionen zu Liverpool gewechselt ist, soll, denke ich mal, ganz klar mit seinem Tempo nochmal ein bisschen für Wirbel sorgen. Auf der rechten Flügelseite in der Mitte haben wir dann nämlich Roberto Firmino, der momentan als Stürmer eingesetzt wird, dort aber dann natürlich auch so ein bisschen seine Qualitäten des Dribblings und natürlich der Ballkontrolle beweisen kann, aber auch als Stürmer muss man sagen, ist er echt nicht schlecht aufgehoben. Und auf der linken Seite der beste Liverpool-Spieler, Philipp Coutinho, ebenfalls über Klein, muss ich, denke ich mal, nicht viel sagen, ganz klar gesetzt. Also wir werden natürlich einiges ändern, ich werde versuchen, so ein bisschen meine Idee in den Verein mit hineinzubringen, aber die Sache ist natürlich, dass wir trotzdem einiges verändern werden an Transfers, Spielerverkäufen und so weiter, da wird sich auf jeden Fall einiges ändern, das sollte, denke ich mal, ganz klar sein, neuer Trainer, frischer Wind in das Team hinein. Klopp hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, aber finde ich noch nicht das Ganze perfekt gemacht. Man ist zwar bisher auf einem sehr guten Weg, aber irgendwie fehlt an manchen Stellen noch irgendwie so der richtige Spieler, um die Mannschaft zu komplettieren, was wir hoffentlich in diesem Karrieremodus schaffen werden und eine Art, die ich auf jeden Fall verändern möchte an diesem Karrieremodus und auch an den zukünftigen, die es eben in FIFA 17 geben wird, ist mit einem 40- oder 50-minütigen Transferpart in die Karriere reinzustarten. Ich weiß, einige Leute werden ziemlich traurig sein über diese Entscheidung, aber ich muss sagen, dass es einfach, finde ich, die richtige Entscheidung ist, so einen Karrieremodus auch einfach mal so ein bisschen entspannter anzugehen. Mit 3-4 Folgen in der Saisonvorbereitung, mit Transfers, mit vielleicht auch Spielen in der Saisonvorbereitung, wo wir einfach mal so ein bisschen was testen, Spiele austesten, Neuzugänge, die dann vielleicht dazugekommen sind und so weiter. Vielleicht auch mal diese viele Zeit nutzen, die wir eben vom Spiel zur Verfügung gestellt bekommen, bis es dann zum Saisonauftakt gegen Arsenal geht, anstatt dann irgendwie hier nur alles zu simulieren, schnell noch ein paar Transfers machen und dann los in die Saison. Deswegen würde ich das Ganze gerne entspannter gestalten und auch so ein bisschen mehr Community-nahe sein. Also euch so ein bisschen nach eurer Meinung fragen, so ein bisschen auch eure Meinung aufschnappen für die Folgen, eure Meinung damit einfließen lassen. Was mir eben bei diesen 40- oder 50-minütigen Transferfolgen so ein bisschen fehlt, da mache ich einfach meine Transfers, die ich selber gut finde und dann war's das. Ich weiß, einige Leute finden das auch nicht schlecht, vor allem, weil ich jetzt auch nicht gerade wenig Ahnung vom Karrieremodus habe, aber irgendwie muss ich sagen, dass wenn ich mir das Ganze bei anderen YouTubern angucke, ich das eigentlich selber auch so in der Art besser finde. So, zu dem Punkt, zu dem ich jetzt eigentlich kommen wollte, wäre hier die Karriere
Karriereeinstellungen. Und zwar, wir spielen natürlich auf Legende. Halbzeitlänge 6 Minuten, Währung Euro. Stadion ist natürlich weiterhin ganz klar die Anfield Road. Ein legendäres Stadion, würde ich schon fast sagen. Letztes Jahr mit dem womöglich besten Spiel der kompletten Saison, das 4:3 von Liverpool gegen Borussia Dortmund. Genutzte Teams natürlich aktuelle herunterladen. Europäischer Wettbewerb in erster Saison werden wir ebenfalls aktivieren. Mit natürlich gesetzten Teams. Wir spielen zwar nicht international, aber wir wollen natürlich so ein bisschen unsere Konkurrenz schwächen, die natürlich mit der Dreifachbelastung ordentlich zu kämpfen haben werden. Und damit würde ich sagen, starten wir rein in den Karrieremodus. Und was auf jeden Fall nice wäre, was ich auch, finde ich, ganz cool anzusehen finde, als YouTuber selber, wenn man so zwei verschiedene Serien hat. Das war auch schon bei der 0. Folge so. Die Frage ist jetzt, kann die Community von der Liverpool-Karriere wieder mal die Community von der Bayern-Karriere in den Schatten stellen? Das Ganze war schon bei der 0. Folge so. Die Frage ist jetzt, wie sieht das Ganze bei der ersten richtigen Folge aus? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Die erste Bayern-Folge hat einfach mal 2000 Likes. Wenn ihr das packen könnt, das wäre absolut geil. Aber ganz ehrlich, Leute, ich wäre mal wieder mit der Hälfte, also 1000 Likes, absolut glücklich. Der glücklichste Mensch der Welt. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt echt in die Karriere rein und gerne einfach euren Daumen nach oben da lassen als Support hier für diesen Karrieremodus. Also ich muss sagen, jetzt mittlerweile, wo wir auf der PlayStation 4 spielen, übrigens, ihr könnt mich gerne adden, einfach TheRealDGTV eingeben und dann findet ihr mich, denke ich mal, ganz leicht. Nimm auch jeden an bei der PlayStation, deswegen könnt ihr mich auf jeden Fall gerne adden. Die Ladezeiten sind echt ganz schön extrem im Vergleich zum PC. Wie immer beginnt das Ganze hier im Karrieremodus mit einem Vorbereitungsturnier, wo wir die Auswahl zwischen drei verschiedenen Turnieren haben. Einmal in Australien, Saudi-Arabien und in Brasilien. Da wir ja sehr wahrscheinlich auch die Spiele selber spielen werden, würde ich sehr gerne das Turnier in in Australien nehmen, mit Villarreal, mit Atletico Madrid, Paris Saint-Germain und Inter Mailand als Gegner, könnte, denke ich, mal ganz interessant werden. So, bevor wir jetzt in den Karrieremodus reinstarten, so richtig mit Transfers, Verkäufen, meiner Idee für diese Karriere im Gesamten, würde ich nochmal ganz gerne so ein bisschen auf die Ziele vom Vorstand blicken, dass wir da natürlich nicht so ein bisschen hinterher gucken, nämlich einmal die niedrige Nachwuchsentwicklung, ungefähr genauso wie beim FC Bayern München. Wir sollen einen Jugendspieler in derselben Saison verpflichten, in der sie gescoutet wurden, für die Profimannschaft und sorgen für einen Einsatz in 5 Spielen. Startelf oder Einwechslung ist eigentlich ziemlich egal und daneben sollen wir auch noch 2 Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Das ist dann wiederum eine etwas schwierigere Aufgabe. Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze bewerkstelligen. Markenpräsenz ist dann sehr hoch. Wir sollen erstmal 120 Millionen durch Trikotverkäufe einnehmen und als langfristiges Ziel über 3 Saisons 180 Millionen durch Medieneinnahmen einnehmen. Dann haben wir das Finanzielle, wieder niedrig. Wir sollen einfach nur den Vereinswert über 2 Saisons um 10% erhöhen, also ziemlich ähnlich wie bei der Bayern-Karriere. Der nationale Erfolg scheint ziemlich wichtig zu sein für den Liverpool-Vorstand. Wir sollen einmal in der ersten Saison die Champions League-Qualifikation erreichen und im FA Cup das Finale erreichen. Und als langfristiges Ziel peilt der Vorstand die Meisterschaft an. Und der kontinentale Erfolg. Wir sollen kurzfristig natürlich die Champions League Qualifikation erreichen und als langfristiges Ziel über 2 Champions League Saisons sollen wir das Halbfinale erreichen. Alles auf jeden Fall machbare Ziele und sehr realistisch für den FC Liverpool, muss ich sagen, hat EA super gemacht für den Karrieremodus. Also sehr realistische Ziele, auch für die kleineren Vereine, für die mittleren und eben für solche Top-Teams. So, das Wichtigste sind wir auf jeden Fall durchgegangen für die Karriere. Wir haben nochmal einen Scouting-Bericht da, der jetzt auch nicht so interessant aussieht. Also wir haben ein paar Talente hier, unter anderem Amate, Leroy Sané, Rico Henry, Lewis Cook, der, wie ich finde, sehr interessant aussieht von Bournemouth, ist auf jeden Fall ein sehr vielversprechender Spieler. Oder auch Iheanacho, den wir auch unter anderem in der Bayern-Karriere verpflichtet haben. Aber fürs Erste jetzt nichts Besonderes, aber auch nicht gerade schlecht. Was doch viel interessanter ist, ist die Frage, wer bei mir so ein bisschen auf der Abschussliste steht. Da haben wir erstmal Simon Mignolet, den ich eigentlich sogar gerne behalten würde. Also ich finde ihn gar nicht so schlecht als Keeper, aber da wir Karius als Nummer 1 haben und dadurch Mignolet nur sehr wenige Einsätze bekommt und ein Torhüter mit seinem Alter und seinem Gesamtrating jetzt, denke ich mal, nicht seine ganze Karriere lang jetzt nur noch auf der Bank sitzen möchte, werden wir ihn verkaufen und nach einem etwas schwächeren Keeper Ausschau halten, den wir dann verpflichten könnten und als Rotationsspieler nutzen. So hätte ich mir das Ganze vorgestellt. Mignolet, da werde ich auch keine Steine in den Weg legen. Also wenn ein Verein jetzt nicht die 100 Millionen bietet für ihn, dann werden wir jetzt auch nicht Nein sagen. Also ich muss sagen, viel zu machen hier im Kader gibt es nicht. Alberto Moreno wäre dann der nächste auf meiner Abschussliste, den ich gerne verkaufen möchte. Ich muss sagen, er gefällt mir einfach nicht. Er kann nicht verteidigen, also nicht gerade gut verteidigen.
Das ist eben so sein Hauptproblem. Also offensiv ist er gar nicht so schlecht, aber defensiv einfach als Linksverteidiger finde ich nicht zu gebrauchen. Und da werden wir uns auf jeden Fall um eine Neuverpflichtung sorgen. Wer das Ganze sein wird, ich habe schon den ein oder anderen Namen im Kopf, werden wir da mal gucken. Aber was jetzt hier die Personalie Alberto Moreno und Liverpool angeht, auch wenn er wie gesagt nicht so schlecht ist, defensiv muss ich sagen, gefällt er mir einfach nicht. Und das ist eben das Hauptsächliche, was ein Linksverteidiger sein muss, defensiv. Und das kann er leider nicht so gut. Das heißt, jetzt ist das Kapitel Moreno und Liverpool hoffentlich beendet. Daneben haben wir noch Mamadou Sakho, den ich verkaufen werde, weil erstmal natürlich in echt Klopp gesetzt gar nicht mehr auf ihn, nachdem er ihn schon bei der USA-Tour nach Hause geschickt hatte. Setzt er ihn mittlerweile gar nicht mehr ein, nicht mal auf der Bank, sondern einfach nur in der Reserve. Und so einen 20 Millionen Mann möchten wir natürlich nicht in der Reserve schmoren lassen. Dann verkaufen wir ihn lieber jetzt und kassieren dann nochmal ordentlich Geld für den französischen Innenverteidiger, der eigentlich letzte Saison sehr gut gespielt hat, aber durch diesen Dopingskandal einen großen Knick in seiner Karriere hatte. Und der letzte Spieler, der auf meiner Transferliste steht, das wäre Lucas Leiva, der alteingefleischte Liverpool-Spieler. Ich weiß, so einen Spieler zu verkaufen ist natürlich nie einfach. Er ist 29 Jahre alt, wie gesagt, nachdem Skrtel gegangen ist, glaube ich, der Spieler, der jetzt am längsten bei Liverpool ist. Aber die Sache ist einfach, dass wir schon so viele Spieler im Zentrum haben. Und daneben kommen noch so Namen wie Wijnaldum und Lallana und Coutinho, die natürlich auch auf diesen Achterpositionen eingesetzt werden. Und dann muss ein Henderson vielleicht auch mal auf die 6 oder ein Jan auf die 6 und vielleicht auch Talente, die wir einsetzen möchten. Da steht, finde ich, ein Lucas Leiva so ein bisschen im Weg. Dementsprechend würde ich ihn gerne verkaufen, aber das Ganze natürlich nicht, weil er schlecht ist oder so. Er ist halt jetzt nicht gerade der Edeltechniker, sondern so ein typischer Abräumer, so ein aggressiver Sechser, wie man ihn halt kennt. Aber ich muss sagen, natürlich auch vom Alter her wird sich jetzt nicht gerade mehr verbessern. Also auf jeden Fall nicht wie bei Moreno so ein bisschen mit, ja, sagen wir mal, so ein bisschen im Negativen getrennt, sondern einfach im ganz Positiven, dass wir ihn einfach nicht gerade mehr brauchen. Ganz im Positiven setzen wir Lucas Leiva auf die Transferliste und hoffen dann, dass wir ein Angebot für ihn reinbekommen. Ach ja, und Thiago Ilori, weil wir jetzt mittlerweile für die Innenverteidigung gar nicht so schlecht aufgestellt sind und er mit 23 und 75 jetzt auch nicht gerade überragend ist, werden wir ebenfalls auf die Transferliste setzen. Außerdem haben wir einige Namen auf die Leihliste getan. Das sind natürlich die ganzen Talente, die jetzt nicht gerade in Anführungszeichen zu gebrauchen sind. Also ich habe jetzt drin gelassen erstmal Kevin Stewart, weil dann echt natürlich auch seine Einsatzminuten momentan unter Klopp bekommt. Cameron Brannigan, daneben auch noch Shayi, heißt er glaube ich mit Vornamen. Auf jeden Fall Ojo mit Nachnamen, das weiß ich auf jeden Fall. Vorname bin ich mir jetzt nicht so sicher. Dann Trent oder wie der auch immer mit Vornamen ausgesprochen wird, Alexander Arnold, den ich auch sehr interessant finde. 17 Jahre jung, 68er Rating, keine schlechten Stats, wird auf jeden Fall behalten. Und als letzten Spieler, glaube ich, den ich von den Youngsters behalten habe, das müsste hier Joey Gomez sein. Das ist eben der letzte hier so von den ganzen Talenten, welches ich auf jeden Fall behalten werde. Und ich habe sogar tatsächlich einen durchaus ordentlichen Spieler auf die Leihliste getan. Nämlich Danny Ings. Ich meine, mittlerweile ist nicht mal mehr Daniel Sturridge ein erster Stürmer. Dann wird das Ganze für Danny Ings doch etwas knapp werden. Und anstatt ihn auch nur in der Reserve, wo er momentan bei Liverpool spielt, also in der zweiten Mannschaft von Liverpool, wo er momentan einfach spielt, was deutlich unter seinem Niveau ist. Ich glaube, er hat auch im letzten Spiel 2 oder 3 Tore geschossen. Verleihen wir ihn lieber. Vielleicht in die Championship, vielleicht in der Premier League, vielleicht auch in irgendeiner ausländischen Liga hier im Ausland. Wäre das Ganze auf jeden Fall auch möglich, dass er eben seine Einsatzminuten bekommt und als besserer Spieler zu Liverpool zurückkommt. Wir sind mit unserer Kaderplanung durch. Jetzt ist die Frage natürlich, wer kommt anstelle von den Spielern, die wir verkaufen, in die Mannschaft rein und wen wollen wir allgemein verpflichten? Ich würde gerne einen neuen Links-Mittelfeldspieler verpflichten, weil Liverpool nicht mal einen wirklichen Linksflügel hat. Das Ganze ist leider ein bisschen schade, finde ich, dass man dann auch noch Jordan Ibe verkauft hat, Sterling, alles auf jeden Fall sehr potenziell starke Linksflügelspieler, aber da müssen wir, denke ich mal, so ein bisschen Abhilfe schaffen. Und da habe ich hier eben auf der Transferliste oder auf der Wunschliste Yannick Ferreira Carrasco, der unter anderem gestern, also ich nehme das Ganze hier am Donnerstag auf gestern in der Champions League leider gegen Bayern getroffen hat. Als Bayern-Fan natürlich nicht gerade toll, aber der Junge hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial und Memphis Depay von Manchester United. Ja, ich weiß, jetzt werden einige sagen unrealistisch, aber die Sache ist einfach, dass Memphis sowieso bei Manchester United kaum eingesetzt wird und so ein Talent wieder aufzubauen, wieder sehr stark zu machen, würde, denke ich mal, eigentlich zu Liverpool passen.
Aber um ganz ehrlich zu sein, ist der Mann hier, Yannick Ferreira Carrasco, mein Favorit als neuer Linksflügelspieler. Gucken wir einfach mal, wen wir von den beiden eher verpflichten. Wir bieten mal 30 Millionen für Carrasco und bei Memphis Depay werden wir einfach mal den Marktwert bieten. 20 Millionen für den Niederländer. Die linke Verteidigung ist auch so ein Thema. Da habe ich mir ebenfalls drei Namen rausgepickt, nämlich Jethro Willems, Ricardo Rodriguez und Jonas Hector. Alles drei sehr interessante Namen für die linke Verteidigung. Mit Rodriguez und Willems hätten wir dann eher die Optionen, die noch sehr viel Luft nach oben haben. Ich meine, Hector ist mittlerweile schon 26 Jahre alt, kann aber, glaube ich, auch als Sechser spielen. Jawohl, also der ist sogar noch so ein bisschen flexibler einsetzbar. Bei Willems muss man sogar sagen, läuft der Vertrag aus und er hat, denke ich mal, vielleicht sogar das meiste Potenzial von den dreien. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis wäre er, denke ich mal, auch nicht schlecht. Ricardo Rodriguez wäre die teuerste, aber vielleicht auch beste Option, obwohl er, finde ich, für mich jetzt nicht gerade der perfekte Linksverteidiger ist, weil er jetzt nicht gerade viel Tempo hat und dementsprechend offensiv jetzt nicht gerade der beste ist. Wir bieten einfach mal Alberto Moreno im Tausch und vielleicht mal als erstes Angebot 15 Millionen. So, die erste Trainingseinheit. Die 5 Auserkorenen für die nächsten Trainingseinheiten sind Karius Origi, Alexander Arnold, Grujic und Brannigan. Brannigan leider mit dem F, 2 Bs, 1 C und 1 D. Ich denke mal, das ist ganz gut für die erste Einheit. Und da haben wir die ersten Antworten bekommen auf unsere Angebote. Erstmal von Atletico Madrid für Yannick Ferreira Carrasco. Da müssen wir noch tiefer in die Tasche greifen. Wir bieten mal 35 Millionen für das belgische Linksflügeltalent mit 22 Jahren, aber trotzdem schon eine echte Klasse. Und bei Memphis Depay bieten wir auch einfach mal 25 Millionen. Natürlich ist es ein direktes Konkurrentteam. Und natürlich auch der große Rivale von uns, dementsprechend müssen wir da auch so ein bisschen mehr Geld bieten. Das erste Spiel hier im Vorbereitungsturnier gegen den FC Villarreal. Liverpool und Villarreal sollten sich noch etwas genauer kennen aus dem Europa League-Halbfinale, wo sich Liverpool ja durchsetzen konnte. Auf jeden Fall zwei sehr interessante Spiele gewesen. Mal gucken, wie das hier ausgeht. Sturridge trifft mit dem 1:0 hier in der 30. Minute. Und am Ende ist es ein knappes 2:1, wo Emre Can nochmal das Siegtor macht, oder nee? Ja, okay, doch, er macht quasi das 2:0, was am Ende der entscheidende Treffer war, aber Bakambu erst danach mit dem 2:1. Wolfsburg will 40,5 Millionen und Moreno für Ricardo Rodriguez haben. Ich habe jetzt einfach mal 23 und Moreno geboten. Ich weiß jetzt nicht, ob die das annehmen, aber das ist schon eine ganz schöne Stange Geld für einen Linksverteidiger. Und wir haben auch das erste Transferangebot erhalten für Simon Mignolet, da verlangen wir einfach mal 10 Millionen vom AC Mailand und hoffen, dass sie das Ganze akzeptieren werden. Und wieder zwei abgelehnte Angebote von Atletico Madrid und Manchester United. Wir müssen da tatsächlich sogar noch mehr Geld bieten. 40 Millionen für Yannick Ferreira Carrasco und bei Manchester United bieten wir einfach mal 28 Millionen für Memphis Depay. So, jetzt geht's auf jeden Fall für mich selbst ran hier im Spiel gegen Atletico Madrid. Mal gucken, wie wir abschneiden werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir hier tatsächlich 3 Punkte mitnehmen können gegen Atletico Madrid. Ein sehr starkes Team, was man auch wieder gegen Bayern München sehen konnte. Also, wenn die mal wirklich spielen, wie sie normalerweise das Ganze machen, dann wären sie einfach locker easy. So, der erste Härtetest hier tatsächlich im Liverpool-Karrieremodus. Im Vorbereitungsturnier treffen wir auf Atletico Madrid, wo wir ja, wie gesagt, auch gerade an einem Spieler von ihnen interessiert sind, mit Yannick Ferreira Carrasco. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Atletico Madrid zählt ja mittlerweile schon, würde ich mal sagen, zu den besten Teams der Welt. Und ich denke mal, wir werden auf jeden Fall einen sehr harten Gegner vor der Brust haben. Und das Ganze auch noch auf dem Legendenschwierigkeitsgrad wird, denke ich mal, sehr schwer werden für uns. Aber ich traue der Mannschaft das zu, vor allem, weil wir jetzt hier auch mit der besten Besetzung spielen, die ja eigentlich sehr gut aussieht, würde ich sagen. Von der Besetzung sieht das auf jeden Fall alles andere als schlecht aus. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel und sehen uns auf jeden Fall in der ersten Szene wieder. Das Ganze natürlich hier wieder mal im wunderbaren Waldstadion von Atletico Madrid. Atletico hat einiges an Geld in die Hand genommen für Neuzugänge wie Kevin Gameiro oder eben ein Nicolas Gaitán, die beide sich sehr viel kosten lassen haben. Aber davon lassen wir uns auf jeden Fall nicht beirren und gehen rein ins erste Spiel hier in der Liverpool-Karriere. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall in der ersten Szene wieder. Und direkt mal Firmino mit dem Ball auf James Milner. Der flankt ihn rein, aber das Ganze wird erstmal abgefälscht und dann ins Tor ausgeklärt. Aber wir haben nochmal den Eckball. Da könnte vielleicht jemand drankommen von uns, aber nein, das Ganze wird geklärt und könnte vielleicht den Konter geben für Atletico, aber Joel Matip, unglaublicher Neuzugang, finde ich zumindest, von Schalke 04, dass man den ablösefrei geholt hat, ist echt absolut genial. So einen Spieler kriegt man, denke ich mal, nicht jeden Tag ablösefrei.
Oder denen wird es auf jeden Fall so von dem Typen her nicht jeden Tag ablösefrei geben. Und da ist schon das 1:0 gefallen. Philippe Coutinho. Super gemacht. Mein Lieblingsspieler, würde ich schon fast sagen, von Liverpool ist aber Daniel Sturridge. Aber einer der Lieblingsspieler von mir bei Liverpool. Und man muss sagen, von den fußballerischen Qualitäten her der Beste bei Liverpool. Unglaublich gemacht hier der Pass. Durch die Lücke durch und Coutinho tatsächlich mit einem sehr eiskalten Abschluss zum 1:0. Nicht schlecht. Oh, Matip gewinnt hier zwar den Zweikampf, aber Atletico ist immer noch am Ball. Milner als Linksverteidiger ist jetzt nicht gerade geübt in der Position, macht das Ganze hier aber richtig gut. James Milner legt sich den Ball zu weit vor. Matip kann ihn sich aber holen und verliert ihn dann auch direkt wieder. Schade. Hier aber super im Zweikampf und jetzt aber vielleicht mal nach vorne. Im Kombinationsspiel. Ach man, der Pass von Wijnaldum ein bisschen zu spitz hier. Für Roberto Firmino, der da nicht drankommt. Und jetzt Fernando Torres auf Koke. Der Kapitän auf Torres und da ist der Ausgleich für Atletico. Auf jeden Fall gut gespielt hier. Ein einfacher Doppelpass. Und er macht hier auch noch den Usain Bolt. Fernando Torres gegen seinen Ex-Club jubelt er dann auch noch, der ihm das große Karrieresprungbrett geliefert hat. Am Ende ist er wieder da, wo er angefangen hat, Fußball zu spielen, nämlich bei Atletico Madrid. Aber ich denke auch mal, kein Verein würde jetzt unbedingt einen Fernando Torres haben wollen. Also der hat auf jeden Fall schon sehr nachgelassen in den letzten Jahren. Von Liverpool zu Chelsea, dann zu Mailand und jetzt eben wieder zurück nach Madrid. Und jetzt mit dem Ausgleich hier im Spiel im Vorbereitungszug. Nur aufpassen, jetzt spielt es Atletico wieder nicht schlecht. Lovren muss da irgendwie hin. Und Atletico dreht das Spiel. Really, nigga? Atletico Madrid dreht hier tatsächlich das Spiel und wieder ist es Fernando Torres, der das Tor macht. Das ist doch unglaublich. In echt schafft er es nicht mal, einen Kopfball ins Tor zu machen. Und hier macht er echt gute Tore. Das muss man ihm lassen. Das muss man ihm echt lassen, aber da sieht es auch wieder nicht gut aus. Milner als Linksverteidiger auch nicht gerade zu gebrauchen. Und den hätte Karius sehr wahrscheinlich gehabt, aber Lovren fälscht ihn natürlich ab. Und am Ende kann Karius halt echt nichts machen. Ball geht in eine komplett andere Richtung und am Ende ist es halt leider das 2:1 für Atletico. Oh, Coutinho holt sich in den Ball wieder. Super gemacht. Coutinho 2:2. Da kommt der Ausgleich sehr früh, nachdem Atletico gerade eben noch in Führung gegangen war. Super gemacht von Philippe Coutinho. Wir sehen es hier nochmal. Erst der Ballverlust, aber dann holt ihn sich der Brasilianer wieder und langes Eck. Der Torwart sieht nicht gerade gut aus, aber da kann er auch nicht gerade viel machen. Wenn ein Coutinho nun mal jetzt hier gerade im Goalgetter-Modus ist, dann macht er die Dinge halt mal rein und dann steht es halt jetzt halt auch 2:2, Versprecher, Verbrecher. Wijnaldum auf Coutinho. Was macht er draus, ist die Frage. Philippe Coutinho zieht in die Mitte. Pass auf Lallana ist super. Der ist richtig gut und Adam Lallana 3:2. Was ist das denn für ein Spiel hier in der Vorbereitung? Super Spiel von Coutinho. 2 Tore und jetzt die Vorlage für Adam Lallana, der sich hier super durchsetzt und dann der Schuss aus der, ich würde mal sagen, schon halben Drehung heraus zum 3:2. Spiel gedreht und das nach so kurzer Zeit. Oh, jetzt wird es nochmal eng hier. Henderson hat sich tatsächlich wehgetan. Wir sehen das Verletzungszeichen bei ihm und hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Ich wechsle ihn noch gleich aus hier für Leiva und Emre Can holt sich jetzt hier erstmal den Ball. Emre Can gerade eingewechselt. Kann er den Pass nach vorne spielen auf Daniel Sturridge. Dem liegen spanische Mannschaften richtig gut. Und er kann hier das 4:2 machen. Daniel Sturridge, ich wollte gerade noch sicher gehen, dass der Ball wirklich drin war. Und da kommt natürlich der Jubel hier, der mit dem Armen wackelt. Und da kommt natürlich der altbekannte Jubel wieder zum Vorschein. Daniel Sturridge, der Mann, der natürlich beim Jubeln immer wieder mit den Armen wackelt. Schon bekannt dafür, der Pfosten spielt mit und Sturridge mit dem 4:2. Der seit FIFA 15 übrigens einfach gleich aussieht. So, jetzt nochmal die Ecke. James Milner, kommt der gefährlich, ist die Frage. Lallana und der Keeper kann parieren. Ich glaube nicht mal, dass es Oblak ist im Tor. Also Atletico schont hier auf jeden Fall einiges, aber spielt auch nicht gerade mit den schlechtesten Spielern heute. Und damit soll es auf jeden Fall für das Spiel hier gewesen sein, oder? Hier nochmal die Aktion. Ne, das Ganze wird vom Schiedsrichter abgepfiffen und am Ende ist es ein 4:2 Sieg für Liverpool. Gegen Atletico Madrid schon mal ein erstes sehr spannendes Spiel hier im Vorbereitungsturnier gegen Atletico Madrid. War auch schon mal die erste Herausforderung, die wir auf jeden Fall ordentlich gemeistert haben. Griezmann kam am Ende da nochmal rein, aber hat nicht gerade viel gebracht. Fernando Torres mit 2 Toren, aber am Ende waren wir erfolgreich. Coutinho heute ebenfalls mit 2 Treffern und daneben waren Lallana und Daniel Sturridge erfolgreich.
Wolfsburg sagt, dass die 23 Millionen und Moreno inakzeptabel sind, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich so viel Geld für einen Ricardo Rodriguez ausgeben soll. 25 Millionen Moreno, würde ich mal sagen, ist auch vielleicht das letzte Angebot, was ich machen werde, denn ganz ehrlich, ein Willems oder Jonas Hector, den wir jetzt hier auch gescoutet haben, sind vielleicht auch die vom Preis-Leistungs-Verhältnis der besseren Spieler, wenn wir zum Beispiel nur 15 Millionen für einen Hector bezahlen müssen. Der AC Mailand bietet 9,5 Millionen für Simon Mignolet und das reicht auf jeden Fall. Wir nehmen das Angebot an und haben damit den ersten Spieler verkauft mit Simon Mignolet an den AC Mailand. Und bei Carrasco lehnt man das Angebot weiterhin ab. 45 Millionen ist jetzt auch mein letztes Wort, weil ansonsten haben wir leider nicht genug Geld, um auf weiteren Positionen Spieler zu verpflichten. Also ich würde noch gerne 3, 4, 5 Spieler holen und dafür würde das Geld dann nicht reichen, wenn wir jetzt irgendwie hier über 50 Millionen für einen Spieler rausblättern. Der FC Sevilla würde gerne Roberto Firmino verpflichten, aber da werden wir das Angebot ablehnen und ein künftiges Angebot oder eher gesagt künftige Angebote untersagen. Wir haben zwei akzeptierte Angebote, nämlich einmal vom 1. FC Köln für Jonas Hector. Da würden wir ihm jetzt einfach mal wichtiger Stammspieler und einen 5-Jahres-Vertrag geben, neben dem 50.000 Euro wöchentlichen Gehalt. Und Manchester United hat ebenfalls das Angebot für Memphis Depay akzeptiert. Der wäre dann natürlich wichtig für die erste Mannschaft mit einem 5-Jahres-Vertrag und 110.000 Euro Gehalt. Wir bekommen tatsächlich zwei Transferangebote, nämlich einmal von Watford für Mignolet, da haben wir das Ganze ja schon mit dem AC Mailand geklärt, aber ein Angebot vom FC Barcelona für Mamadou Sakho. Wir verlangen einfach mal 25 Millionen vom FC Barcelona und gucken, ob sie das Ganze akzeptieren. Und wir haben natürlich auch noch einen Youngster verliehen, was aber, denke ich mal, nicht so interessant ist. Real Madrid buhlt um Philipp Coutinho, das Angebot werden wir ablehnen und auch künftige untersagen und auch West Ham United, die gerne klein verpflichten möchten, können auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger woanders vorbeischauen. So, wir haben weitere akzeptierte Angebote, nämlich einmal für Ricardo Rodriguez, 5-Jahres-Vertrag, wichtig für die erste Mannschaft, 80.000 Euro Gehalt wöchentlich und auch Atletico Madrid hat das Angebot akzeptiert für Yannick Ferreira Carrasco, den ich eigentlich auch sehr gerne verpflichten würde. 5-Jahres-Vertrag wichtig für die erste Mannschaft und 70.000 Euro wöchentliches Gehalt. Ganz schön viel Aufregung. Wir haben 2-1 gegen Inter Mailand gewonnen. Habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen vergessen zu kommentieren. Tut mir leid an der Stelle. Das Finale ist jetzt auch wieder gegen Atletico. Also ganz ehrlich, das könnten wir eigentlich auch simulieren oder spielen. Dem überlasse ich auf jeden Fall euch, ob wir das Ganze jetzt nun spielen sollen oder nicht. Barcelona bietet 24 Millionen für Mamadou Sakho, was mir auf jeden Fall reicht für den Franzosen. Und damit wären wir auch durch, was das Thema betrifft. So, Jonas Hector hat das Angebot akzeptiert. Auch Memphis Depay wäre bereit, zu Liverpool zu wechseln. Spieler verletzt. Lovren hat sich für 3 Tage verletzt mit einer Beinverletzung. Turnierpreisgeld, Pressekonferenz. Gehen wir auch nochmal rein. Und motivieren natürlich unsere Mannschaft für das Spiel gegen Atletico Madrid. Hier das Finale im Vorbereitungsturnier. Wir haben ein Angebot für Jordan Henderson erhalten. Von Atletico Madrid lehnen wir ab. Als Kapitän, denke ich mal, werden wir ihn jetzt tatsächlich nicht verkaufen. Auch weil sehr viele von euch eben meinten, verkauf ihn bitte nicht. Und dem werde ich natürlich nachgehen. Und jetzt ist die Frage, 4 akzeptierte Angebote für die Flügeleimer Memphis Depay und Yannick Ferreira Carrasco und für die Linksverteidigerposition Ricardo Rodriguez und Jonas Hector. Die Frage ist jetzt von den beiden jeweils, wen sollen wir annehmen? Eher Carrasco oder doch Depay für das linke Mittelfeld oder für den linken Flügel? Und für die Linksverteidigung Ricardo Rodriguez oder dann doch eher Jonas Hector? Der eine kostet erstmal 10 Millionen weniger, verdient mehr Gehalt und wir hätten noch Moreno zum Verkaufen. Der andere hat eben die, wie viel Ratings mehr? 3 Ratings, aber hat natürlich auch mehr Potenzial nach oben. Also, eure Meinung würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich würde sagen, am Ende treffe natürlich ich noch die Entscheidung, aber eure Meinung würde mich auf jeden Fall interessieren zu diesen beiden Transfers, was ihr eben davon haltet. Wen sollen wir von den beiden eher nehmen und natürlich auch ganz wichtig, warum? Das war es auf jeden Fall mit der ersten Folge dieses Liverpool-Karrieremodus. Ich hoffe, er hat euch auf jeden Fall gefallen, die erste Folge. Wenn es der Fall sein sollte, gerne lasst einen Daumen nach oben da. 1000 Likes sind wie immer für die erste Folge das Ziel. Mal gucken, ob ihr, wie gesagt, diese 2000 Likes der Bayern-Karriere packen könnt. Ich glaube es ganz ehrlich nicht, aber ja, vielleicht könnt ihr mich ja überraschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und verabschiede mich. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und schreibt mir auch gerne eure Meinungen zu FIFA 17, wie ihr das Spiel bisher fandet, mit welchen Vereinen ihr eure Karrieren so gestartet habt. In die Kommentare würde mich auf jeden Fall interessieren und ich würde mal sagen, ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und bin raus. Bis dann, haut rein und ciao.